Ich esse noch, dann beschweren die sich wieder, dass ich kaue. Das ist der beste Einstieg. Ich habe gerade auf Aufnahme gedrückt, weil ich eigentlich noch sagen wollte, dass die Hauptflames, die wir bekommen, die sind, dass Leute nölen, dass du ständig am Schmatzen bist. Wenn sie denken, dass ich am Schmatzen bin, das ist ja viel schlimmer. Weil du dich dicker anhörst als ich. Ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich, aber 100% bin ich ja auch dicker. Das ist ja nicht einmal unrichtig, ja, aber. Ich war so schlau, jetzt Push-to-Talk einzustellen in Skype, aber das wird dafür sorgen, dass ich die Hälfte des dieser Session nicht zu hören sein werde, weil ich vergesse, Push-to-Talk zu drücken. Das ist der Grund, warum ich das nicht einstelle. Ich habe vor allen Dingen eben schon, gierig wie ich bin, ich habe den Briefkasten aufgemacht und gesehen, ich habe Geschenke bekommen, habe die rausgenommen, aber dummerweise mir die Namen jetzt nicht gemerkt, um mich zu bedanken. Nur einen habe ich, Mojo. Ich habe Brosiox. Brosiox hat mir eine festliche Laterne geschickt. Und ein Epic. Ich habe ein Epic gekriegt. Benötigt Stufe 47, Band der Eiseskälte. Ja, das kann ja noch kommen, ne? Erstes Epic. Ich habe hier von Kazoka 500 Gold bekommen und noch ein paar andere Ausrüstungsgegenstände, aber da stand leider kein Name bei, sondern nur Unknown. Also. Ich habe 300 Gold bekommen von Katzmo, glaube ich, Katzmoka oder so. Und von Cool Penis Bro habe ich 6 Tough Jerky und ein Kupfer gekriegt. Dafür bin ich besonders dankbar. Du hast weniger Gold gekriegt, ich habe 500 Gold gekriegt. Ja, ich bin halt nicht so beliebt wie du. Zu Recht. Was machen wir jetzt eigentlich? Weiß ich nicht. Wir müssten noch Dingenskirchens zu Ende spielen hier. Das, wie heißt denn das? Mit dem Burgschattenfang? Genau. Soll ich da mal anmelden? Dann fangen wir ja wieder von vorne an da. Ist ja. Ist nicht und? Von mir aus. Ach, wir zeigen auch ständig Warsong, dann können wir auch nochmal. Burgschattenfang. Oh, und wir können schon in die tiefschwarze Grotte und in das Verlies von Sturm mit. Wir können aber auch random melden, um einmal die 3000 XP abzustauben und den Beutel. Ich wette, wir kommen in Deadmines oder Ragefire. Nee, dafür sind wir zu hoch. Also, 20. Mach dann einen Vorschlag. Mach random. Oh, ich hätte euch vielleicht vorher einladen sollen. Moment. Gab's eigentlich schon coole Vorschläge für die Spinne? Hast du es gesehen, du als... Also auf dem YouTube-Channel kam nur der Vorschlag, du sollst deine Spinne Malte nennen und den Namen finde ich verhältnismäßig unkreativ. Das ist richtig, aber ich habe gestern so eine Website gefunden mit so Assi-Kindernamen. Stimmt, habe ich gesehen, ja. Und ich habe das auch auf Facebook gepostet, ne? Und, ja, dann, und war halt enttäuscht, ich wollte halt meinen eigenen Namen nachschauen und also ich heiße ja George mit so einem E am Ende und der hatte halt echt nur irgendwie 8 Votes mehr als Georg Adolf. Du könntest also deine Spinne Georg Adolf nennen. Ich glaube nicht. Weil kein Leerzeichen geht. Wieso? Kannst du doch einfach so in einem Dings... Achso, ja, ich wollte anmelden. Ja. Und als Belohnung gibt es einen Ranzen voller hilfreicher Waren. Instant. Das liegt an dir. An Tank, oder? Haha. Ich kotze die Hütte des Wildklagens. Die ist doch super niedrig auch, oder? Ja, und sie ist super lang und nervig, finde ich. Ebru, gab's da nicht mal eine hier bei Big Brother oder so, die so hieß? Ja. Aber hier, dann jetzt Gas, ne? Also ich gebe dann mal Gas, weil die Insel will ich schnell durchhaben. Meinst du, du willst Chain pullen? Kannst du wissen, ne? Mehr als nur Chain pullen. Ja, ich meine für Power-Gamer wie uns. Kein Thema, sagst du? Werden wir noch sehen, ne? Ich habe jetzt 2 verschiedene Heals. Schon weiter. Da wird nicht mal gelootet. Ah, das wird aber bewertet. Wobei müssen wir die hier nicht looten für eine Quest? Wir müssen die für eine Quest looten, ne? Hm.
Ausdauer, Stärke ist noch was für dich. Ich weiß nicht, ob ich nicht besser habe. Nee, habe ich nicht besser, aber... Was wäre eigentlich findest für jeden dran, oder müssen wir jetzt alle hier... Müssen alle hier. Oh mein Gott. Alles klar. Was müssen wir? Diese Deviat, Schuppen sind... Ich habe noch gar nichts aufgesammelt da. Ja, da wollten wir uns um die drücken und jetzt machen wir sie doch. Ja. Aber gibt es nicht auch ein Achievement? Ja. Das Achievement dafür, sie gemacht zu haben. Ich muss mal hier die Deviat-Belger aufsammeln. Was eigentlich mit diesen... Diese Gilde huldigt uns gerade das erste Mal. Aber der ist auch nicht da. Was, wie, wo? Ich bin nicht da. Nee, der Magier. Ach so. Also vielleicht auch, kicken. Das weiß ich nicht. Ja, der macht halt keinen Schaden, deswegen wundere ich mich gerade. Also so, das heißt ja nicht zwingend, dass er nicht da ist. Ja, aber so 0? Das war nicht in meiner Range. Ich war ja voll traurig, ich habe so ein bisschen geweint, als ich gesehen habe, dass ich nicht gleichzeitig Wasserschild und Erdschild zusammen haben kann. Oh. Spider ist fast tot. Oh, die hat auch Taunt an. Wollte ich nochmal ausmachen. Ja, du bist schon der richtige Hunter. That's the spirit. Ist das ein Boss, oder? Ja. Schwüchse, ne? Kannst ja auch wahrscheinlich nicht heilen, ne? Oh, guck mal, da ist auch der Magier. Ist ja lieb. Dass er auch noch kommt. Oh, ja. Kriegst du dein Set zusammen? Was springst du da runter und erschreckst mich? Wie wir hier unten weitergehen. Wir machen erstmal den Boss hinten, bevor wir den da oben machen. Oh, da ist der Pro hier. Ja, ich bin die ein paar Mal gerannt, ey. Mhm. Muss ich auch noch was aufsammeln? Ja, Serpent. Das ging mir immer so in der. Welche ist das nochmal? Die erste hier in Burning Crusade. Ach ja, also. Wo man immer die ganzen Köpfe Wasser und so sammeln muss, ne? Bei den Bossen. Ach so, ja. Ja. Jedes Mal vergessen. Also, mussten wir gerade von dem Boss den Kopf sammeln? Nee. Ach gut. Man merkt dir dein Death Gear schon an, die Death Spec. Ich wette, du könntest Patchwork schon tanken. Ja, jetzt übler Gear-Check, ne? Gateway-Boss. Gateway. Ich kenne mich mit diesen Begriffen nicht aus. Weil ich nie ernsthaft geradet habe. Ernsthaft? Also ich meine nie ernsthaft? Jo. Schon verwortet, ja. Also klar, also genauso ernsthaft wie alle anderen habe ich geradet in Wrath of the Lich King, wo es alles random ging. Aber nicht so Heroic Modes und so. Ich habe mit meinem 85er Hunter versucht, Patchwork zu soloen, aber das ist gar nicht so simpel gewesen. Aber mit blauem Gear jetzt. Seit wann steht der hier vorne schon? Damit muss man jetzt nicht mehr nach hinten durchlaufen, oder was? Oder ist da hinten jetzt noch was?
Ich weiß es nicht, ich glaube, ich war hier überhaupt nur einmal drin. Machen wir nur noch Auto jetzt. Wobei, das ist ein Fernkämpfer, ne? Wieso hält Drunken die Akku wieder nicht? Ja. Ich kann doch nicht im Death Stance chargen, denn. Ich stelle halt auch nach wie vor keine Totems. Jetzt muss alles easy gehen. Ich glaube, 25 gibt's die ersten, Glyphen. Seid ihr so konzentriert? Ja. Sollen wir vielleicht irgendwie, damit wir uns besser konzentrieren können, hier demnächst so einen Tank-Channel, Heiler-Channel und DD-Channel aufmachen? Hihihi. So, jetzt bitte mal alle die DDs in die DD-Channels rein. Seit wann gibt's die? Ach, du hast ja nicht geratet, Drunken, hast du gesagt, ne? Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Tank-Channel macht total Sinn, weil wenn der Tank mal irgendwas ansagen muss, dann hört das wenigstens keiner. Ja, das ist ja dann übergreifend. Wie übergreifend? Ach so, Chat-Channel oder was? Nee. Also die Ansagen aus dem Tank-Channel sind übergreifend, aber die DDs, die müllen einen ja immer nur zu mit, ey, oh, 25.000 DPS, ey, geilo. Und das muss halt keiner hören, der echten Spieler. Hast du nicht Schurke gespielt? Ja, bei mir war das ja auch wichtig. Ich war ja auch ein super DD. Aber man spielt ja auch oft mit so halbgaren Graupen. Ist das so? Ich spreche da aus Erfahrung, ja. Und dann kommen halt immer auch die, meine Lieblingsansage ist immer, einmal das Fett. Einmal das Pad? Ja, ich finde, das könnte es so machen, aber die Hoffnung schon aufgegeben. Sollen sie Beast Mastery spielen? Ich habe das Pad noch nicht mal angezeigt. Okay, ich meine, ich habe es noch in der Gruppe, weil ich die Gruppe noch nicht rausgenommen habe aus dem Interface. Level 32, wenn ich Fend darf. Geil. Oh, hier greift aber auch wieder jeder irgendwen anders an, ey. Auch das ist schon wieder das typische Tank-Genöle. Eigentlich müssen wir immer abwarten, bis die sich in was verwandeln, damit sie diese Schuppen auch droppen, oder? Droppen sie die auch in Caster-Form? Ich habe keine Ahnung. Wir droppen ja die Schuppen, aber die scheinen ja doch für alle zu droppen, ne? Geil, er will 20. Ey, Kratzmann. Und auch mal eine Frage, ob Balo mit Drunkens Char gelevelt hat. Nee, hab ich nicht. Das würde ich aber auch nicht sagen dürfen, wenn. Nee, ja, setzen wir gleich die Accounts los. Ich habe mir jetzt neulich mal die Nutzungsbedingungen durchgelesen. Ja. Wusstet ihr, dass die Nutzungsbedingungen und hier dieses End-User-Agreement von WoW knapp 25% länger ist als das Kriegswaffenkontrollgesetz? Nein. Das ist wahr. Ich erspare mir die Frage, warum du weißt, wie lang das Kriegswaffenkontrollgesetz ist, oder? Es gibt halt Dinge, die muss man gelegentlich wissen, wenn man frei im In- und Export arbeitet. Je nach Anzeige halt. Siehst du eigentlich, was für irre Kritze ich hier raushaue? Da sind hier 500er Heilungen bei, ne?
Das erste, was ich gemacht habe, ist die Heilung Anzeige ausschalten. Du bist schon so ein kleines, garstiges Biest, ne? Klein bin ich nicht. Kleiner als ich? Nee. Echt nicht? Mit Sicherheit nicht. Wieso, wie groß bist du? 2,01 Meter. Scheiße. Ach, der eine ist ja rausgegangen aus der Gruppe. Ja, wir haben auch noch nicht aufgefüllt. Ich habe auch den Party-Chat nicht gelesen, ob der andere die ganze Zeit sagt, füllt doch mal auf, füllt doch mal auf. Ja, der fragt noch, was war mit ihm los, aber wir reden nicht mit ihm, wir ignorieren ihn einfach. Das ist auch gemein. Ja, wenn man halt so konzentriert ist in so einer Pro-Gamer-Gruppe. Und über so wichtige Sachen redet wie die eigene Körpergröße. Das ist richtig. So. Übrigens, wenn ihr es gleich im Hintergrund furzen oder rülpsen hören solltet, das ist der Hund meiner Freundin, das bin nicht ich. Auch nicht deine Freundin. Also. Ja, schon hochspannend, dieser Boss hier. Die sind alle hochspannend. Braucht ein Oh. Phase 2. P2. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir sollten vorher nochmal die Aufstellung für P2 durchgehen. Ey, du kriegst echt das Set voll hier, ey. Na, das Problem ist, der Krieger hat das bisherige außer die Chest gewonnen, die ich aber ja nicht anziehen kann. Was? Der hat da überhaupt drauf gerollt? Wo wollt ihr denn jetzt schon wieder hin? Oh. Ihr Kackspasten. Wieso hast du den Hordeballon nicht draußen drunken? Meiner ist auch weg irgendwie. Der ist despawned. Sind wir etwa bei DSDS schon in den Motto-Shows oder was? Das ging ja schnell dieses Jahr. Naja, ein Freund hatte mich auch gefragt, ob ich nicht Zeit habe. Seine Freundin würde den Abend damit verbringen, Motto-Shows zu gucken oder Top 15 oder was weiß ich. Und da hast du gesagt, nein. Also erstmal. Ich habe gerade Barlow gefragt, ob Drunken vielleicht nicht auftaucht. Du hast meine Hoffnung ja zerstört. Erstmal komplett unrealistisch. WoW-Spieler und ein Freund hat mich gefragt. Stimmt. Oh, ein neuer Schild. Warte mal. Für meine Schildsammlung. Mir fehlt noch ein Deviat-Balk. So, pass auf jetzt. Das kommen wir doch bestimmt an keinem mehr vorbei, oder? Doch. Höchste Konzentration. Drunken steht mitten im Gang und überlegt noch, was der korrekte Opener sein könnte, aber da charged er auf das Krokodil und erledigt es mit einem einzigen. Ist ja noch Blumen sammeln. Also als Sportkommentator taugst du gar nicht. Fick dich, Huso. Ich weiß, das ist dein eigentlich heimlicher Traum. Doch, aber doch so für Tennis oder so. Oder für Tischtennis, Billard. Nee, Billard, wenn dann für Springreiten. Oder egal für was. Egal für was, aber bei Eurosport. Das ist ein schweres Hindernis, das ist die Traverse. Die hat er bisher noch nicht fehlerfrei genommen. Aber jetzt Stille in Aachen. Ist ja auch immer in Aachen, ne? Ja, das ist. Wenigstens nicht in Bielefeld. Da habe ich mal studiert in Aachen. Ja, wegen der Nähe nach Holland, oder was? Nee, wegen weil da Informatik gab. Informatik habe ich in Hamburg angefangen zu studieren. Sag mal, die Bosse stehen ja alle falsch. Kann das sein? Das ist richtig. Die stehen alle falsch. Der hier gehört hier jedenfalls nicht hin.
Der gute Scum. Scum. Ja. Mir fehlen noch 4 von diesen Schlangenpflaumen. Dann hast du nicht mitgelootet, weil ich hab die voll. Schau. Waren das die, die da so rumlagen? Am Rand? Nee, das war... Doch. Die kommen noch, glaube ich. Ja, weil da habt ihr Spasten ja immer vorher gelootet. Jetzt haut der ab, der Penner, ey. Oh. Ah, hier. Geiler Dolch. Ich loote jetzt Schlangenpflaumen. Ihr müsst an den Rand gucken. Die liegen da. Mach ich ja auch. In der Beta habe ich mal extra dafür immer Herbalism am Anfang genommen, damit ich den Schlangenpflaumen hier leichter finde. Aber gibt ja einige Quests, wo man irgendwelche Kräuter finden muss, wo man mit Herbalism halt sieht, wo sie sind, ne? Herbalism? Ja, ich muss mich doch dem allgemeinen Niveau hier anschließen. Ja, stimmt. Wir wollen nicht, dass das Niveau hier hochgeht. Ey, versehentlich steigt. Da hat doch tatsächlich meine Schwägerin heute einen tatsächlich halbwegs lustigen Spruch zustande gebracht. Und gesagt, unter deinem Niveau ist gerade eine Kellerwohnung frei geworden. Die habe ich verstanden, weil das so niedrig ist, ne? Ja. Oder? Weißt du, wegen... Weil, ne? Weil du halt wenig Niveau hast, ne? Und deswegen halt Kellerwohnung, weil Keller halt unten ist, ne? Halt. Voll krass lustig, echt. Geiler Spruch, ey. Muss ich mir aufschreiben. Ey, du bist so ein Mixer, ey. Kellerwohnung. Krass. Oh, Alter, ich muss Push and Talk anlassen, damit ihr mich lachen hören könnt. Was ich auch halt wirklich richtig gut finde, ist Leute, die so, die wirklich diese Dedication haben, um und Push to Talk anmachen beim Rülpsen. Ja, eben darum hat Franklin, glaube ich, kein Push to Talk, damit er das nicht extra anmachen muss, wenn er rülpst. Richtig, damit er das nicht aus Versehen verpasst. Ja. Ich wette, Lord Serpentis hat irgendwas mit Schlangen zu tun. Das ist total, also es wäre eine Überraschung. Muss ich sagen. Das wäre aber auch ein ganz schöner Bruch in der Lore, wo hier sonst nichts mit Schlangen zu tun hat. Weil das kommt ja vom lateinischen Wort, Serpentis? Wie heißt denn das korrekt? Serpens oder sowas? Ich war so scheiße in Latein. Das kommt eigentlich, kommt das vom, Weil ich so scheiße in Latein war, habe ich nicht Spanisch gelernt. Vom Gelsenkirchener Wort Hans Sapai kommt das. Genau. Serpentis. Wer ist eigentlich auf die saudumme Idee gekommen, hier random anzumelden und in die Höhlen des Wegklagens zu gehen? Das warst du. Hallo. Ich habe demokratisch gefragt. Ja, ich war hier wieder der Christian Wulff unter den... Dann hättest du dir vorher Geld von uns geliehen. Ja. Das ist aber Bart. Sehr politisch hier. Ich sag dir, eines Tages werden wir noch für den Grimme-Preis nominiert mit der Serie. Benannt nach den Gebrüdern Grimme? Gab's nicht dieses, Gab es nicht dieses CDU-Plakat mal mit Berg und für Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit, ja. Und da drauf ja, sind Christian, war das denn Wolf und war das denn nicht nur irgendwie so geshoppt? Ich trau dem Braten dann ja nie, wenn das plötzlich irgendwie auftaucht. Wenn es aus dem Internet kommt. Ja, ne? Wenn das aus dem Interweb ist, weil da gibt's halt auch einfach auch viele Bilder, die halt geshoppt sind. Hat man ja auch oft, wenn Fotos von hübschen Frauen im Interwebs sind, die sehen dann oft in Wahrheit auch nicht so aus. Ihr fragt, ob einer ob wir einen Tank brauchen. Rattle fragt mich das, ob wir einen Tank für die Serie brauchen. Da gibt es jetzt schon Konkurrenten für dich, Drunken? Ja, wenn der halb so witzig ist wie ich, dann... Wäre es vielleicht eine bessere Alternative, weil das bestimmt nicht so ein Klug ist. Nein, kein Klug da gefallen. Alter.
Es gibt immer einen Trottel, der da runterfällt, ey. Wo muss ich denn hin? Aber dass es tatsächlich einen Trottel gibt, der da runterfällt, jetzt wo man nur noch laufen muss. Nee. Oh Scheiße, jetzt habe ich mich verlaufen. Mami, so, ich hab Angst. Sollen wir kommen und dich holen? Wo muss ich denn lang? Nee, ich glaube, ich finde das. Ja, ich kann ja auch Geisterwolf, aber das geht ja nicht drinnen, ne? Doch, hier drinnen, ja. Ich kann. Und währenddessen sack ich noch die ganzen grauen Gegenstände ein. Das war gerade cool, jetzt habe ich gerade Push to Talk losgelassen, um ein kleines Bäuerchen abzusetzen. Man hat das nicht gehört. Krass, ne? Krass. Da bin ich ganz Profi. Medienprofi. Mhm. Alter Medienprofi. Kommst du jetzt mal hier anladen, oder was? Ja, ich weiß ja nicht, ihr seid glaube ich nicht da, wo ich langlaufe. Ihr seid falsch. Nee, wir sind richtig. Wo muss ich hin? Einfach geradeaus weiter und diesmal nicht runterfallen. Ja, ich bin irgendwo anders lang gelaufen, da lag irgendwas, was ich looten konnte und jetzt bin ich... Ach, erzähl doch nicht, ey. Ich kann ja auch Geisterwolf. Ich habe jetzt mal Geisterwolf gemacht. Du hörst ja auch nicht auf mich, wenn ich sage, doch, das geht hier. Was geht hier? Geisterwolf. Als du gesagt hast, Geisterwolf geht hier bestimmt nicht. Doch, habe ich doch. Ich habe ja danach stehenden Fußes Flugs Geisterwolf gemacht. Stehenden Fußes. Stantepede, ne? Wie der Lateiner sagt. So, da bin ich auch schon. Na, das ging ja fix. Fresse. Ach, das wird ein Caster, ne? Sehr gut. Einfach draufholzen. Oh. So spannend, ne? Ist das der Endboss? Nee. Guck mal nach rechts. Links. Guck mal nach links. Der? Ich soll euch übrigens grüßen von Halfuron. Der muss eben schon was geschrieben haben, aber ich hab's wohl übersehen. Schon wieder Gier für dich. Schon wieder allein? Ja, du hast gerade den Schildkrötenschild bekommen. Ja, das ist der dritte Schild, den ich habe. Und die sind alle ähnlich. Und der aus Dings ist aber besser. Der aus Dings. Der aus Burg Schattenfang. Ah, aus Versehen beim Tanken den Horneballon angewählt. Oh, meiner ist weg. Spannend, ne? Auf jeden Fall, also das war jetzt. Das ist hier was für dich, wenn du dir langsam irgendwann mal diesen Einhand. Ja, aber ich mach ja eigentlich nicht irgendwie langsam Einhand, weil ich ja keine Punkte mehr habe, um mir die Einhand zu holen. Ja, dann mach doch mal Punkte irgendwo. Ich mal. Wozu denn? Ist doch dein Main-Server hier. Damit du Schild tragen kannst im BG, du Knallhans. Das sind 700 Rüstungen mehr. Langsam bin ich deine Beleidigung satt. Das ist nicht wahr. Das ist richtig. Was ist das überhaupt für ein Satz? Ich bin deine Beleidigung satt. Ich rede nicht mehr mit dir.
Brennion, sagt Drunken bitte, dass ich hier nicht mit ihm rede. Ja, Drunken. Er redet auch nicht mehr mit mir, Barlow. Wenn es tatsächlich so wäre, wie ich in der letzten Folge gesagt hätte, und ich hätte Brennion gemutet, dann hätten wir jetzt ein Problem. Hätte Mofa-Kette. Hast du ja eigentlich allen Schlangenflaumen? Ich glaube ja. Sei mit euch. Ich habe hier drei Quests für zum Abam geben. Geht in Aha. Geht mit der Erde. Und jetzt kommt gleich noch eine Quest. Oh, toll. Leder, Ausdauer, Intelligenz, Willenskraft. Habt ihr wo noch eine Quest? Was? Wo? Hier, let the event begin. Auf geht's. Hardgas, wo wir sind, ist vorne. So, hier kommt man dann später noch. Was ist denn das für ein Event? Muss ich mir da ein Video auf YouTube für angucken? Hier sind DDR-Tinies. Der wird ja nachher angegriffen da. Das habe ich ganz vergessen. Das war jetzt nicht so schlau, weil Naralex wahrscheinlich jetzt wieder ganz zurücklatscht. Nee. Immerhin läuft der schon mal. Ich finde immer die Escort-Quests so gut, wie die nur gehen und dann irgendwie so eine komplette Map. So, jetzt hier. Kommen sie jetzt an, wie die. Oder auch nicht. Doch. Ich habe einen neuen Punkt zum Verteilen. Erstmal die Totem-Reichweite ausgeskillt. Nicht Reichweite, Dauer. Muss man mit dem jetzt durch die ganze Instanz rennen, oder was? Nö, da zu dem Altar, glaube ich. Machen wir nach der Instanz eine kurze Pause. Das war jetzt schon wieder aufregend für mich. Ich glaube, da muss ich mir erstmal einen Kakao machen. Kamillentee. Fenchel. Immer, du hast immer das letzte Wort, ne? Immer musst du das letzte Wort haben. Jetzt läuft Naralex ganz zurück dahin, wo wir den Kampf angefangen haben. Ah. So ein weiter Weg, den er da zurücklegt. Hallo. Ja, da hinten ging der Kampf. Ach, der muss da noch so ein. Muss Ritual machen hier, ne? Nein. Da wurde er nur angegriffen. Ist er jetzt despawned? Ne, da kommt er. Ne, das macht er. Jetzt kommen sie hier wieder von der Seite. Pass auf. Vorsicht, Raptoren! Ja, stell mal lieber Totems. Ach ne, jetzt geht er. Ja, um das so ein bisschen ritueller wirken zu lassen. Ich habe ja hier diesen Deviatfisch gekriegt. 20 Stück davon.
Ja, super. Jetzt kannst du als Ninja oder als Pirat rumlaufen. Auch das wird nach einer Zeit langweilig, oder? Nein, ich finde das toll. Was hast du denn überhaupt her? Den kann ich übrigens selber kochen. Den habe ich geschickt. Weil ich kochen auf ja, 25 das Geld. Früher war das Rezept auch scheiße schwer zu finden, aber mittlerweile droppt das, glaube ich, dauernd in den Barons. Ja, ich glaube auch. Das war nicht, das gab's doch früher auf Vorderseite gar nicht, das Rezept. Nur oder? Auf Vorderseite gab's das, glaube ich. Achso, oder nur auf Vorderseite? Echt? Dann andersrum halt. Jetzt. Ganze. Ganze Story, damit er seinen Nachtelfen-Kollegen aufwecken kann. Ja, das ist ja circa das Szenarios, ne? Ich habe gerade Demotivationsschlange gelesen, aber sie heißen Deviat, Mokassin-Schlange. Die machen Mokassins? Weiß nicht so. Ein Nachtzwölf. Wo kommt er denn eigentlich her? Der Druide da. Ach, der da. Der hat nicht mal Eulenform. Du musst so spammen. Ach, guck mal, der kann sich verwandeln. Du hörst doch wohl im Hintergrund gerade DSDS. Ich? Nee. Ich glaub, Trankhahn. Ich? Nee, meine Frau, ja. Oh. Ich glaube, Drunken schaut normalerweise auf eine verbotene Liebe. Da fällt mir ein. Kennt ihr dieses Unter. Nee, ist das Unter uns? Irgend so eine komische. Jetzt tust du wieder so unwissen. Irgend so eine komische Soap Opera, die eigentlich den Namen tragen sollte, alles nur aus Liebe. Und sie genau. Sie es nicht machen, gemacht haben, weil die wegen Fans von Soaps das immer so gerne abkürzen mit den Anfangsbuchstaben. Aber das wird jetzt dauern, bis unsere Zuschauer das verstanden haben. Alles nur aus Liebe. Ja. Hihihihi. Oh, ich kann hier einige Dings, wo ist denn das? Ich habe Display gar nicht belegt. Egal. Hast du Display schon? Ja, ich habe Display schon. Ich dachte, du hättest Purge gekriegt. Nee, aber Display auch. Aber ich glaube nur Flüche im Moment. Das bringt dann ja mal gar nichts. Das ist Skill, glaube ich, ja noch. Ja, aber später erst. Ja. Wow, da sind wow, wir. 22. Oh, wieder Leder-Dings des Wals. Hier, der Ring, der hat aber 3 Stamina, ne? Da roll ich nie drauf. Stimmt, ja. Fett nie drauf. Ding. So, jetzt krieg ich den Barlow. Trade. Was? Ich mein, du kriegst jetzt den Ring von mir. Ich wollte nicht, dass dir dass der andere das Ding gewinnt. Oh, schmutzig von dir. So. Schmutz? Das war's mit Quests hier, ne? Das schneidest du dann raus. Mhm. Achso. Was war denn die Quest? Die droppt, oder was? Nein. Was droppt? Oder hatte ich vergessen, was abzugeben? Nee, ne? Aber hier war doch keine Quest jetzt gerade, oder? Ich weiß es nicht. Befehle sind. Ich habe gerade keine Quest gehabt, aber gut. Ist ja auch egal. Ach so, das nee, war eine Quest. Wir hatten keine Quests. Nein. Dann würde ich sagen, mach mal kurz 5 Minuten Poisken, ne? Ja. Bis gleich. Hand auf.